Moin, so Typis, wieder mal eure Neffe vom Blog. Willkommen zum weiteren Teil. Ihr seht hier vielleicht zwei Kameras vor euch liegen. Ja, was könnte das vielleicht heißen? Einmal habe ich hier die Parasonic. Jetzt ist nicht gerade den Dings. Rechts. Finde ich es hier noch. Also den Namen, hier die Parasonic DMZS-Z10 und hier noch eine. Qphone Cool. Das war meine erste Kamera gewesen und dann hatte ich mir die hier geholt, aber ich wollte jetzt nur noch über den Video. So gesehen mache ich jetzt die beiden weg und ich habe mir nämlich jetzt eine neue Kamera geholt. Das ist dann wohl hier im Bild. Die wollte ich jetzt mal kurz unboxing. Das ist die Nikon Coolpix B500. So, dann wollen wir mal gemeinsam doch wohl da reingucken. Aber ich habe mir die jetzt noch nicht angeguckt. Hier am Anfang natürlich erstmal so eine ordentliche Betriebsanleitung. Nochmal was Kleineres. Dann ist hier ein weißer Pappschieber drin. Komm her, lass mich da rein. Ich will da rein. Am besten, ich hole jetzt erstmal alles raus, leg euch das dahin, dann ist das vielleicht ein bisschen einfacher. Das wird wohl die Kamera sein. Dann wird das. Diese beiden kleinen. Oh. Das hier und das hier. Ja, das war's. Stellen wir da hinten wieder hin. Oh, was haben wir jetzt dabei? Dich müssen wir mal. Ja, die hatten wir schon, das Betriebsanleitung. Da haben wir hier so ein Band. Können wir mal eben aufmachen. Komm, da raus. Ja, ein ganz normales Band, was man dann an die Kamera dran machen kann. Dann haben wir jetzt vier Akkus. Ich schätze mal, das wusste ich jetzt auch nicht, dass da so welche vier Akkus reinkommen. Irgendwie noch so ein kleines Bändchen. Eine Schlaufe. Ja. Ah, für den Schutz. Für vorne, für hier. Habe ich ja hier gerade offen. Für Objektiv, damit das nicht verkratzt wird und so. Habe ich bei der Kamera eigentlich auch drauf. Ich weiß aber gerade nicht, wo das ist. Oder ist es in ihrer Tasche? Ja. Sieht man das? Ja, da steht nur einfach Nico drauf. Ja, gerade weil ich ja alle Kameras, die ich besitze, im Einsatz habe, habe ich gerade das Handy dran. Dann haben wir hier noch ein Aufladekabel wohl. Ja, der Datenübertragenkabel, alles Mögliche. Ja, und dann kommen wir wohl zum Plopper. Die Kamera an sich selber. Ich kann so mal gucken, ob das was bringt. Im Licht an. Ja, schön. Da haben wir nämlich nochmal Licht angemacht, damit wir uns die Kamera natürlich betrachten können. Nämlich hierfür ist die Klappe. Zack. Ja, dann gibt es hier so einen Schieber zum Aufmachen.
für die Dings. Dann sind hier Anschlüsse dran. Für ein Stativ zum Draufschrauben. Hier unten steht auch nochmal der Name. Ja, aber wie geht jetzt die Klappe auf? Braucht man dafür ein Studium oder? Können wir erstmal einmal hier schön den Schutz abmachen. Ja, und ich gucke immer noch wegen der Klappe. Man kann. Hier unten. Zack. Und dann zur Seite und dann kann man hier aufmachen. Da kommt schon mal die Speicherkarte rein und die vier Akkus. Ja. Dann haben wir hier ja noch einen Blitzschieber. Den kann man hier oben dann rausmachen. Ja, WLAN, Bluetooth hat die. Kann man hier verstellen. Das Display kann man so ein bisschen aufklappen. Also so. Kann man jetzt nicht komplett rüberfilmen zum Vloggen. Also wenn man die so hält zum Vloggen. Aber ja. Ich habe ja auch Action-Cams und da habe ich das früher, kann ja mal euch, wenn ihr das wollt, komplett mein ganzes Setup zeigen, was ich zum Filmen brauche oder ja, wollte ich eigentlich machen. Das würde dann im nächsten Video entstehen, was ich als komplett als Film-Setup benutze. Und es sind jetzt meine Kameras dabei, ja die Action-Kameras, die ich besitze. So, das wäre dann alles dabei und Filmequipment sowie Mikrofon. Ob ich Mikrofone drauf habe, hier habe ich schon mal eins drauf. Ich habe aber noch eins. Ja, und wir wollen vielleicht, wenn ich die Akkus hier schnell aufkriege, vielleicht kriegen wir die Kamera mal einmal gestartet. Na komm, ich geh jetzt ab. So, die ersten beiden sind hier. Dann nehmen wir nochmal die nächsten beiden. Zack. So, nehmen wir uns nochmal die Kamera. Wir wissen ja jetzt, wie das aufgeht. Zack. Nur wie herum kommen die jetzt da rein? Kommen jetzt alle gleich herum rein? Mal gucken. Probiere ich einfach mal jetzt so. Nee. Oh, aber brauchen wir da jetzt auch noch was für oder? Mal, vielleicht gucke ich mir das. Der kann doch jetzt nicht so schwer sein, da ein paar Akkus reinzustecken. Bis jetzt war es auch noch nicht schwer. Ne, die scheinen jetzt aber falsch herum drin zu sein. So, jetzt nicht mehr wegen Akkus da rein zu tun, brauche ich jetzt eine muss das jetzt in der Anleitung lesen. Hm.
Na, wo steht das denn? Na, wo steht das denn? Ah. Ah, okay. Hab's gefunden. Hab's gefunden. Hier in der Anleitung steht's. Okay. Okay, okay. Ich muss die mir mal eben selber durchstudieren. Nehmen wir Minus schon mal als erstes. Die ist hier. Die ist da hinten. Da müssten die beiden Plus und Plus sein. Ja, wir haben es geschafft. Ich habe es einmal angekriegt. Dann stellen wir mal auf Deutsch. Dein Bild. Kamera ausschalten und wieder einschalten, falls. Ja, okay. Ja, hier sind wir doch mal einmal drin. Was ich mal haben wollte. So. Oh. Zoom. Kann man auch ordentlich weit. So, der Zoom. Ist ein 40-facher Zoom drin. Ja, 40-facher Zoom. So. Aber in diesem Sinne war es das auch mit dem Video. Das ist dann meine neue Hauptkamera, wo ich mit die ganzen Vlogs filme und alles drum und dran. So. Und dann würde ich mal sagen, wenn euch das Unboxing gefallen hat, drückt mir gerne das Däumele nach oben. Lasst mir ein Abo da. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und wir haben mehr. Tschüssi.